Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Winkeltier mit eurem Bobas. Wir starten im Grunde das vorletzte Mal Schulden zahlen. Zahle jetzt 786. Die letzte Zahlung werden dann sein die 928. Zumindest hoffe ich, dass das dann wirklich die letzte Zahlung sein wird. Zumal wir ja dann wirklich anfangen können, hier unser ganzes verdientes Geld in den Laden zu stopfen und ihn auszubauen, sodass ich dann später zuerst mal mein Restaurant habe. Ich denke, dass ich schon wieder anfangen werde, auch wenn ich es ausgeschlossen habe mit Werkzeugen und Nähen, also Klamotten nähen. Aber jetzt vorerst mal nicht. Ich möchte jetzt den Laden wirklich daran festhalten, dass ich nur Gemüse, Pflanzen, Tränke und sowas Verkauf. So, was haben wir hier? Fleisch, das ist immer gut, weil da braucht man nämlich einiges, deswegen kaufe ich auch alles jetzt, wo es relativ günstig ist. Ja, sind zumindest halt hier. Es sind zumindest 10 wert. Plus 2. Plus 2 minus 4, also 8 zahlen wir. Ja, das ist doch okay. 15 Profit. Bohnen brauche ich nicht, Liebestrank, Heiltrank, Nägel und so weiter, nein, das brauchen wir alles nicht. So, du willst Blumenkohl, Moment, den lege ich dir dann da mal her. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was ich das letzte Mal hatte, ich glaube Blumenkohl war noch nicht dabei. Aber ist eigentlich auch egal, weil wir werden so langsam jetzt halt ans Ende kommen von den Dingen, die es da gibt. Vermute ich jetzt mal. Schauen wir mal, was der Händler noch hat. Ich habe im Übrigen gerade noch zwei Paletten hingestellt. Genau. Nochmal 30%. Ja, hallo. Das war wirklich ganz gut, dass ich da Paletten hingestellt habe, weil das Fleisch, ganz ehrlich, das kann Mangelware werden. Zumindest war es in den letzten Spielen so, die ich da gemacht habe. Von daher kaufe ich mir das lieber auf Vorrat 47. Ich habe es noch nicht einmal angeboten irgendwo. So. Der Garten ist gut angepflanzt. Und es war wirklich sinnvoll, dass ich da die Paletten gekauft habe. So. Ich baue gleich wieder den Weizen an. Da werden wir so einiges brauchen. Okay, die Beeren. Aktuell würde ich sagen, baue ich sie nicht an, weil ich müsste die noch irgendwo haben. Jetzt warten wir mal ab. Kamille ist gut. Kartoffeln, jawohl. Die Kartoffeln baue ich gleich wieder an. Dann haben wir hier ganz viel. Jawohl. Da werde ich auch gleich wieder Spargel ansetzen. So, dann haben wir hier die Kräuter. Wir haben Artischocken, jawohl, das ist gut. Von dem, was hier an Essen verkauft wird, ist es eigentlich nicht notwendig, dass ich jetzt nochmal anbaue. Na, ich mach mal lieber. Lieber habe ich nochmal ein bisschen an Vorrat, als dann zu wenig. Ich habe jetzt noch Kamillensamen und Blaubeersamen. Ich sollte jetzt erst einmal vielleicht schauen, Regale füllen. Es waren jetzt recht wenig Leute da, ne? Diese Weihnachtsmelodie, die kann ja richtig nervig sein. Entschuldigung. Machen wir mal hier eine Schmerzsalbe. Die anderen haben wir noch. Na, ich bin wieder auf den falschen Tasten. Essenstechnisch würde ich sagen, können wir einen Quiche herstellen. Da ist es eigentlich egal, was ich nehme. Bei Käse habe ich zum Glück auch auf Vorrat. Dann haben wir hier noch so einen Gemüseeintopf. Dann nehme ich aber jetzt... Ja, nehme ich mal zweimal Spargel. Dann haben wir das da. Marmelade kann ich ja herstellen mit Äpfeln und Blaubeeren, aber da habe ich jetzt halt alles noch. Also von daher, auf geht's. Ab in den nächsten Laden, dass wir vorankommen. Ich blende mal jetzt die Ziele da oben aus, weil wir wissen, in 5 Tagen haben wir ein bisschen was über 900 zu zahlen und ich habe jetzt ja gerade 2300, ne? Oh, du willst einen Eintopf? Alles klar, kriegst du. Ich will aber erst einmal die billigen Dinger wegkriegen. Ah, da freut sie sich.
hier Kunden gerade mal. Okay, schauen wir mal, was hat er? Fleisch hat er nochmal, das lasse ich jetzt. Obwohl, ich könnte bis auf 50, ne, 50 ist dann hier so mein Zoll-Lagerbestand. Blumenkohl sind wir noch am Wachsen, da habe ich eigentlich noch einen Topf, okay, passt. 305, 327, ja, es geht schon schnell, dass dann das Lager auch voll ist. So, einen Händler haben wir noch. Jetzt willst du Blumenkohl, ist ja logisch. Der eine will Suppe, der andere will Blumenkohl. So, schauen wir mal, was du hast. Gemüsesuppe, Kartoffelsamen, Getreide, Käse. Käse ist auch so ein Ding, wo ich sage, das tue ich auf 50 Lagerbestand auffüllen. Weil wir das eben zum Kochen brauchen. Wobei 50 ist vielleicht ein wenig viel beim Käse, ne? Aber wenn er knapp wird, dann ist blöd. Na, ich kaufe den. Ist egal. Ich hab den Lagerplatz noch. Ich baue jetzt dann später sowieso aus noch. Und schon ist der Tag wieder rum, ne? So, da hinten ist nichts rausgekauft worden. Ist ein bisschen Mauertag. Oje, Moment, das machen wir jetzt, bevor ich jetzt da anfange und dann noch was hinstelle. 113 sind es halt schon, ne? Jo, und dann tun wir noch zwei Paletten kaufen. Sollte ich hoffentlich auch hinkriegen ohne Probleme. So, weil dann bin ich nämlich auf jeden Fall gefeit. Wir haben 377, was wir unterkriegen. Wir haben jetzt zum einen den Lavendel, den wir ernten. Das ist jetzt nicht so viel gewesen, 6 Stück gerade mal. Deswegen baue ich die noch gleich wieder an. So, die Schocken gießen. Wir haben Weizen von 14 auf 22. Also das sind halt auch gerade mal 8 Stück. Aber passt schon, weil wir müssen ja auch wieder irgendwas kochen. Aktuell nicht. Also es wird hier irgendwie essensmäßig nichts gekauft, aber ich bin lieber vorbereitet. Ich weiß, wie schnell das geht. Und dann stehst du wieder mit leeren Händen da. So, Kamille. Müssen wir Tränke machen? Wir müssen Tränke machen. Ich setze auch die Kamille gleich wieder an. Weil das waren jetzt nicht so viele, die es gegeben hat. Jawohl, Blumenkohl. Hervorragend. Wir setzen auch gleich wieder Blumenkohl an. Ist die Frage, wir haben noch Kamille, 2 Stück und 4-mal Blaubeer. Ach, ich setze nochmal 2-mal Kamille an. Lieber habe ich da einen kleinen Puffer. Jo, und auf den Laden. Ich finde es immer trotzdem noch ein bisschen duster des Nächtens. So, du kauft mal. Kauf mal ein bisschen mehr. Vielleicht schaffe ich es mal, die Kunden zu zählen. 1, 2, 3. Vier. Oh ja, Äpfel. Äpfel ist gut. Spargel und Kartoffelsamen, da ist eigentlich sonst nichts weiter. 5. Nummer 6. Nummer 7. Haben wir 7 Kunden, ne? Es sind echt gerade mal 7 Kunden, ne? Die kommen. Das ist nicht sehr viel.
gibt auf jeden Fall Tage, da wird es mehr sein. Aktuell ist es jetzt, glaube ich, eher für mich gut, um mich zu puffern für die Sachen, die dann, also was halt im Vorrat zu produzieren, meine ich. Ja, ich gieße auf, ich tue auf jeden Fall hier nochmal den Spargelsamen rein, weil der braucht immerhin 6 Tage. So, hier die Kamille, Kartoffeln meine ich, lasse ich jetzt mal. Getreide lasse ich jetzt mal, weil hier habe ich noch den Vierer, das sind dann nochmal 8 Stück. Schauen wir erst einmal, was wir kochen müssen. Aber kochen eigentlich nicht wirklich was, ne? Es sind nur 2 Gerichte gerade mal, die wir brauchen. Das ist einmal der hier. Und einmal das Süpple. Warte mal, da könnten wir eigentlich mal... Jetzt habe ich nämlich so viel Spargel. Machen wir Spargelsuppe. Ansonsten nichts. Das andere haben wir alles. Das sind tatsächlich 7 Gerichte schon, ne, die wir haben. So, dann haben wir einmal den Heiltrank. Dann haben wir zweimal die Schmerzsalbe. Und einmal dieses gelbe Zeug, das Hustenmittel. Genau. Also von diesem Liebestrank habe ich 6 Stück auf Lager und ich glaube, da habe ich noch nicht wirklich einen hergestellt, noch weiter. Halt, müsste ich den auch mal einfach anbieten. Ich könnte doch zum Beispiel, tun wir das einmal hier weg, da stelle ich mal einen Doppeltisch her. Kaufen den hier. Einfach hier mitten rein. Solange die noch durchlaufen können, ist alles gut. Ne? Würde ich sagen, tun wir hier drauf die Äpfel und den Kohl. Und hier oben drauf tue ich dann noch diesen Liebestrank. Hustenmittel? Nee, nicht Hustenmittel, Liebestrank. Hier. 30, 33, das macht schon was aus, ne? Hier. Minus 18. Das ist halt noch die Qualität, ne? Okay. Einmal den Laden aufmachen, solange wir da noch durch können, ist alles in Ordnung. Wir bauen dann schon aus. 3 Tage noch. Na, dann mache ich doch einfach mal einen Zeitsprung jetzt. Dann, dass wir den nächsten Tag noch haben, wo wir zahlen müssen. So, ich muss tatsächlich jetzt nochmal anbauen. Ich komme nicht drum rum, weil ich nämlich schon wieder überladen bin. Aber gut, das sind jetzt 121 Grad mal an Kosten plus die 300 für die Paletten. Ei, ei. Aber ich bin jetzt halt komplett wieder überladen. Na komm. Manchmal ist es so ein Gefummel da hinten, aber ich will das so knapp wie möglich hinstellen. So. Da erntet man einmal ganz kurz und schon zack, überladen. Dann kann ich natürlich dementsprechend auch nichts herstellen, ist ja klar. Weil ich ja voll bin. Aber gut, es wird sich auch wiederum ändern, sobald neue Regale drin stehen. So, Liebestrank wurde tatsächlich 2-mal gekauft. Und essensmäßig gerade mal ein Quiche und ein Brot. So. Ja, das lassen wir. Und one bread. Gut, ansonsten brauche ich da hinten nichts mehr machen. Jawohl, zahle jetzt. Schulden 20 von 20 mal getilgt. Das heißt, wir haben unsere Schulden weg. Aufgabe erledigt. Errungenschaft freigeschaltet. The usual. Easy going. Okay. Wir haben auf jeden Fall keine Schulden jetzt mehr zu berappen. Und das ist das, was ich erreichen wollte unbedingt. Freigeschaltet Steinweg. Cool. Großer farbiger Tisch. Schuhe sind jetzt herstellbar. Naja, da bin ich ja froh. So,
Spargelhufeisen, Heiltrank, Bohnenhammer, Torf, okay, abweisen. So, jetzt kann es dann nämlich langsam losgehen, dass wir hier ein bisschen ausbauen, dass wir dann in die Richtung gehen, in die ich will. Ich werde wahrscheinlich erstmal ein bisschen Geld farmen, dass wir dann auch wirklich was machen können. Ach, kommt nochmal ein Händler. So, Haferbrei, Hustenmittel, Käse. Mal zwei Stück kaufen. Kartoffeln, nee, sonst brauchen wir nichts. Den Rest ziehen wir uns selbst. So, und das war's schon. Ja, ich glaube, da wir müssen vielseitiger werden. Dann kommen nämlich auch mehr Kunden. So, tränkemäßig haben wir einmal Schlafmittel und einmal die Schmerzsalbe. Und hier haben wir einmal die Gemüseeintopfe und nichts weiter. Also es hat sich echt nicht wirklich was verkauft, ne? So. Die Blumen beginnen zu blühen, die Werkzeuge werden teurer und Nahrung wird günstiger. Wir haben den Frühling. Juhu. So, wegen mir kann es jetzt auch Frühling werden, in real life. Ich brauche den Winter nicht. So, ich denke, wir werden anfangen, dass wir einfach erst einmal die Wand hier ein bisschen rausziehen. Oh, ich habe vergessen, die Pflanzen zu machen, ne? Aber nicht überladen sein, bitte. So, das mal ganz kurz und dann... Oh. Moment, schauen wir erst einmal, was er hat. So ein Blaubeersamen. Abweisen brauchen wir nichts. Die Marmelade, die müsste doch da irgendwo. Oh nein, die Marmelade. Die habe ich ja auch nirgends stehen, ne? Die muss ich ja auch irgendwo ins Regal packen. Ah, das muss echt richtig sortiert werden. Also ich will zumindest, es wäre schon gut, wenn ich so viele Schränke habe, dass ich dann immer ein. Zum Beispiel eine Suppe hier habe, das Brot dann da habe und nicht nur zwei Artikel pro, nicht drei Artikel pro Regal, sondern immer zwei. Das wäre nicht schlecht. So, aktuell, jetzt stellen wir erst einmal her. Was müssen wir herstellen? Wir brauchen einmal hier diesen Gemüsesüpple. Ja, können wir machen. Dann Marmelade brauchen wir zweimal. Wir brauchen einmal Brot. Und das war's. Sonst haben wir alles. Tränkemäßig brauchen wir zweimal den Schlaftrunk. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da hinten wieder anbauen. Habe ich die Marmelade woanders drin stehen? Nee. Die wurde einfach nur zweimal gekauft jetzt, ne? So, ich mache Kamille wieder hier viermal. So, dann bräuchten wir... Ja, auf jeden Fall Artischocken und... Ne, da drüben haben wir den... Die Bohnen, ne? Bohnen sollten wir vielleicht auch immer machen. Machen wir Bohnen... Und Artischocken. So, Blaubeeren würde ich jetzt auf jeden Fall auch ansäen. Und dann machen wir auch mal alle. So, wie schaut es aus? Kartoffelmäßig brauchen wir nicht. Lavendel sollten wir machen. Wir machen noch zweimal Lavendel. Kartoffel haben wir gerade gesagt, nein. Blumenkohl werden wir auf jeden Fall anbauen. Und dann haben wir noch den Weizen und den, ja, zumindest zwei Weizen.
Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns erst einmal hier, was wird es kosten? Also, wir gehen mal auf das Baumenü. Moment, fällst du weg? Nee, gut. Dann hätten wir 266. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier vielleicht noch 564, ob wir das so ein bisschen hinterziehen können. 897, 1077, 1267, damit könnten wir zumindest schon mal unsere Ladenfläche einiges erweitern. Ich mache aber die Wände weg, weil die stören mich ein kleines bisschen. So, ja, das machen wir. Und dann stelle ich jetzt den Schrank einfach mal da kurzerhand hin. Bist du gerade? Jo, du bist schon gerade, ne? So, komm her. So, dass wir das ein bisschen in der Verlängerung haben. So, dann können wir nämlich den Weihnachtsbaum hier so ein bisschen mehr in die Ecke rutschen. Zack. So, ich sehe zwar dann das Regal nicht von der hinteren Seite, aber ist ja eigentlich auch erst einmal egal. Jetzt kann ich zumindest auch den Tisch hier mal wegstellen aus dem Weg. Vielleicht können wir sogar noch einen zweiten gleich hinstellen. Aber es wird nicht reichen, ne? Doch, reicht sogar. Ja, cool. Und dann stellen wir hier noch einen zweiten Tisch her. So ungefähr. Das soll ja nicht 100% passen. So. Nein. Ich wollte so drauf. Und zwar müssten wir noch drauflegen Fleisch. Das ist mir bewusst. Blumenkohlhammer und Marmeladehammer. Mir ist jetzt gerade nicht klar, was noch fehlt. Weil ich glaube nämlich, wir haben sonst alles andere ausgestellt. Käse habe ich da drin. Äpfel. Ja, Äpfel haben gefehlt. Das war noch, weil da haben wir sie nicht drin, da haben wir Gemüse mit drin. Okay, so, Laden ist erweitert. Hervorragend. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es ein paar mehr Kunden werden. Vielleicht einer oder zwei. So, ich zähle wieder mit. Bin auch mal gespannt, was der Händler hat, ne? Suppen, Eintöpfe, nix. Nix. So, sind wir schon bei insgesamt 6 Kunden. 7 Kunden. Käse willst du? 8 Kunden, also einer mehr tatsächlich. Kohlsamen, Quiche, nö, abweisen. Brauchen wir nix. Oh, habe ich den Eintopf nirgends stehen? Komisch. Habe ich den vergessen, ne? Bräuchte ich ja da quasi nochmal eine Stelle. Ob ich das noch schaffe. Ah, war der Tag schon rum. Aber wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann waren es gerade mal 8 Kunden. Also nicht wirklich übermäßig viele, ne? So, wir können zumindest 2 Gerichte kochen. Das ist einmal der hier und hier das hier. Da würde ich aber sagen, gehe ich auf den Spargel, weil da habe ich jetzt gerade en masse
15, 25, da habe ich alles tränkemäßig, brauche ich nur diesen Stärke, Hustenmittel. Dieses Hustenmittel, das war's dann. Jo, ansonsten ist alles drin, also laden auf. So, es geht halt langsam, ne, das ist klar. Jetzt haben wir 192, ich meine, ich habe jetzt halt viel Geld rausgehauen dafür, für den Einkauf. Da muss ich halt noch was hermachen. Das schaut irgendwie komisch aus. Mit der Wiese hier mittendrin. Aber wird schon. Ja, das leckere Quiche, das steht schon seit 3 Tagen da. Bestimmt schon ein bisschen eine Haut obendrauf. Mmh, yummy, yummy. Aha. So, schauen wir mal. Was hat der Händler? Oder was hat er nicht? Er hat auf jeden Fall nichts, was ich brauche gerade im Moment. Also den Händler, den schicke ich wirklich verhältnismäßig oft weg. Durch das, dass ich ja echt nichts brauche. Und nur die Sachen verkaufe, die ich dann auch selber herstelle. Das ist halt im Grunde Käse, Fleisch, was ich kaufe. Alraune. Und das war's, ne? Also, und wenn ich irgendwas anderes kaufe, dann wirklich nur, wenn es gerade knapp ist und ich es nicht habe. So, Alraune. Gleich nochmal auffüllen auf meine 30. Kartoffeln brauche ich nicht. Käse. Jawohl, gehen wir wieder auf 50. Immer schön den Mindestlager oben halten, so wie es sich gehört. Jawohl, verzieh dich. Gut. Dann, was können wir kochen? Was müssen wir kochen? Wir müssen einmal Quiche kochen. Das machen wir mit Spargel wieder. Dann müssen wir kochen den Fleischeintopf. Und das war's dann auch schon. Brauen müssen wir die Schmerzhalbe, den Hustensaft. Und das war's dann schon wieder. Also da sind noch nicht so viele Sachen, die verkauft sind, ne? Artischocken, das sind jetzt eigentlich so Sachen. Also den Spargel baue ich jetzt halt auch nicht an. Halt, gießen. Beeren, das passt ja noch. Jawohl. Weizen. Weizen würde ich sagen, baue ich trotzdem mal 2 wieder an. Also das würde ich mal eher dabei lassen. Und zumindest die 2 Stück anbauen. Jo, und auf die anderen Sachen müssen wir warten. So, jetzt würde ich aber sagen, dass wir für heute Schluss machen. Ich werde wieder ein paar Tage vorspielen. Ich werde nichts ändern. Ich werde einfach nur schauen, dass wir da unten vielleicht so um die 2000 Münzle drin haben. Das wäre natürlich super. Und dann bauen wir gemeinsam weiter am Laden. Das nächste Mal. Genau. Lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da und dann tät's mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.